Guten Morgen, liebe Leute. Jetzt mal ein kurzes morgendliches Sabbelvideo. Keine Sorge, das wird jetzt hier nicht zur Dauereinrichtung, aber ich will euch mal zeigen, wie das hier so morgens aussieht. Also hier habe ich meine Tischplatte jetzt eingesteckt. Ja, Bettchen liegt hier rum. Da noch was fürs Müsli. Hier habe ich jetzt eben den Apfel geschnitten. Also das ist so ein Minimalplatz, finde ich, den man braucht, um sich im Wagen irgendwas zubereiten zu können. Ja, das andere ist die Kleidung. Es hat jetzt angefangen zu regnen. Ja, die Socken hängen jetzt über dem Ofenrohr. Da hinten hängt die Regenjacke. Hier vorne hängt ein Tageshemd. Da liegt eine Trainingshose und eine Fließjacke. Hier kommen die Küchenutensilien rein. Sprich der Topf und der Kocher. Und das kommt dann hinter den Ofen. Das habt ihr hier bestimmt schon öfter stehen sehen. Was ich noch gemacht habe, ich habe ja hier dieses Regal gebaut für diese Tour. Unglaublich, wie voll das schon ist. Und das habe ich halt vorher alles hier in dieser Ecke liegen gehabt. Und könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Geraffel und Gerümpel war. Ist noch unbehandelt. Das wird natürlich noch gestrichen. Das habe ich erst ganz kurz vorher gemacht. Handy drin, Ladegerät, Stirnlampe. Hier ein kleiner Snack. Das alte Handy für die Navigation, die Armbanduhr und so weiter. Also ganz viele Sachen da drin. Dann geht's weiter. Ja, dann habe ich noch eine Kiste mit Lebensmitteln und die verstaue ich während der Fahrt im Wagen. Die stelle ich hier einfach so ein bisschen in die Mitte. Das ist ganz gut, damit kann ich den Schwerpunkt ein bisschen kontrollieren und ein bisschen steuern, ne? Also je nachdem, wo ich die Kiste hinschiebe. Die hat und was ich hier noch habe, das habt ihr, glaube ich, auch schon öfter mal gesehen, das ist diese Wasserversorgung hier. Das ist so ein Wasserbeutel für Jogger oder für Wanderer. Passen so 1,5 Liter, glaube ich, rein. 1,7, 1,8 Liter. Und der Schlauch davon geht dann hier raus. Und dann kann ich hier vorne immer schnell mal eine Kleinigkeit abspülen. Kaffeetasse oder... Und was natürlich auch noch sehr hilfreich ist, ist der Schrank an sich. Hier habe ich halt so Sachen drin wie den Becher und Süßungsmittel. Hier ist drin löslicher Kaffee. Kräutersalz. Das Schneidebrett kommt hier hinter rein. Der Umrührlöffel, der kleine Löffel und so weiter. Hier sind noch, oben sind noch Deodorant, Rasiermittel und so weiter. Und dann wurde 1633 kam dann eine neue Glocke hier, die wurde, so erzählt man sich, hier auf dem Friedhof gebrannt. Und man weiß aber heute nicht, wo war jetzt diese Grube, in der die Glocke gebrannt wurde. Okay. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes.